geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance. Schau es mir an den Augen. Und damit euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 1. Das ist mal ein genialer Start. Gleich zum Anfang ein deutscher Flieger, der in den Kollegen reinfliegt. Herrlich. Ja, aber das kann wie gesagt auch mal passieren. Da ist, glaube ich, niemand wirklich sicher vor. Ach so, und bevor ich es vergesse, genau, wir sind über dem Himmel von London aktiv. Man hat es ja eben gerade schon gesehen, Big Ben und da unten die Themse. Tja, und wir mittendrin im Luftkampf mit den Deutschen, die anscheinend einen Überraschungsangriff auf London starten, auf Zentral-London. Und dementsprechend könnte das gerade etwas kritisch werden. Bin ich gleich im Folge der... in der kommenden Folge etwas ruhiger werde, dann hat das nicht damit unbedingt was zu tun, dass ich kein Wort mehr habe oder dass mir die Worte fehlen, sondern einfach nur, dass ich mich konzentriere. Also, ne? Yo. Mit meinem Stuka-Angriff. Die sind erledigt. Wir haben einen hinter uns. Das muss doch jetzt nicht sein. Scheiße. Einer weniger. Die haben MG. Nee, das ist mir zu gefährlich. Okay, elegant alle vorbeigeholzt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Scheiße. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Sehr gut. Scheiße. Okay, das ist einer von uns. Ich hätte gerade schon fast einen von unseren Kollegen abgeschossen. Einer für den König. Geschwindigkeit halten. Attackieren die Bomber im Vorbeiflug. Dann können ihre Schützen uns nur schwer erwischen. Das werde ich aber gerade noch mal ein bisschen reparieren. Und oben haben wir gerade wieder einen Zusammenstoß gesehen. Ich weiß nicht, ob es zwei deutsche Jäger waren oder ein Deutscher mit einem Verbündeten. Das ist die große Frage an der Stelle. Wilson, schießen ab!
Sehr gut. So, einen deutschen Jäger. Ja, ich würde sagen, da haben wir nicht so wirklich viele Optionen. Raketen rein und hoffen, dass es was bringt. Wir werden getroffen. Immer volles Tempo und scharfe Kurven. Dann können uns die Flaks nicht folgen. Du Scheiße. Haben wir wieder? Haben wir. Perfekt. Okay, wir haben drei Jäger hinter uns. Da muss ich mich gerade mal schnell drum kümmern. So, haben wir? Wie viel Muni haben wir noch? Okay, gut. Ach du Heiliger! Das Grundgütiger, das war das Ach du Heilige von früher. Ich glaube, wir haben abgeschossen, haben wir? Ich weiß es nicht, vermutlich schon, hoffe ich. Meine Güte. Das war unser Flugabwehr-Zeppelin. Das sind mir eindeutig zu viele Deutsche. Flieger in der Luft. Nein. Das war knapp. Ich muss gleich mal reparieren. Notdürftig. Ich glaube, wir haben etwas zu viel Freundschaft hinter uns. So, es sollte eigentlich reichen. Okay. Ich glaube, wir haben die ersten paar deutschen Flieger abgeschüttelt. Ich glaube, gleich haben wir den ersten. Scheiße. Wir haben ihn doch schon fast, oder? Haben wir nicht schon fast? Ich glaube, wir haben ihn. Dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackbird. Bist du okay? Holen wir uns die Flak! Okay, ich
gebe dir Deckung! Neues Einsatzziel, übernimm die Flak. Zieh nicht runter, okay? Okay! Zieh bloß nicht runter, verdammt! Holen wir uns die Flak! Oh je, oh je. Dürfte ich fragen, wo das andere? Neues Einsatzziel, übernimm die Flak, das hatten wir eben gerade schon. So, den einen Zeppelin haben wir, glaube ich, schon zerstört. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich denke mal schon. Oh, das hat sich erledigt. Gar nicht mal so schlecht. Ach du Heilige. Ich bin ja jemand, der so dezent an Höhenangst leidet und das ist jetzt gerade nicht das Schönste. Ach du Heilige. War noch irgendwo einer? Der hier. Du Heilige. Ich wollte schon sagen, wir haben wir das eine Flug, das eine Luftschiff schon runtergeholt. Ach du Heilige. Das ist meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet
Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Oder?